So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Ingenieurs LP bei dem Let's Play Galacticraft. Juhu, genau. Wir waren dabei, nämlich Stein abzubauen und dabei wurde ich genau von der Aufnahme unterbrochen. Ich wollte sagen, dass es eine Unverschämtheit ist, wie die NASA beleidigen. Es ist schon echt toll, was sie geleistet haben. So. Es ist schon echt unglaublich, was die da machen. Naja, ich will mich jetzt nicht weiter darüber aufregen. Ich habe da Kupfer gesehen. Ja komm, wir haben genug Steine, baue ich das mal ab. So, diese... Oh, Kohle. Sehr wichtig. Und Eisen, sehr wichtig. Mit Kohle und Eisen können wir nämlich Stahl herstellen. Und Stahl ist das Wichtigste, was es eigentlich in dieser Mod gibt. Weil man damit eigentlich alles craften muss, was man braucht. Und das... Ich mal kurz hier eingeben. Stahl. Nein, ich will mir das nicht geben. Nein! Ich will mir das nicht geben. Na. Hier. Weg. Weg. So. Ich will nur nachgucken, wie es geht. Nämlich. Da. Ah, was mach ich denn hier? Stahl. Boah. Stahl. Gepresster Stahl. Ey, ich kann mir nicht anschauen, wie die gehen, oder was? Es ist ja mega kacke. Jetzt habe ich mir die Items installiert. Na, jetzt weiß ich nicht, wie das... Ich will mir das nicht geben. Wie geht das denn? Ich komme mit R. Muss mich mal informieren. Das ist ja echt unglaublich. Das funktioniert nicht. Ja, super. Einfach klasse. Wie viel Kohle haben wir? 8. Das ist jetzt überhaupt nicht viel. Wir brauchen noch Diamanten. Scheiße. Wir müssen jetzt erstmal unser Haus bauen und dann können wir auf richtige Höhlentour gehen. Ich habe da, glaube ich, noch ein Jahr. Ich muss mal zurück. Ich habe Eisen mal sehen. Aber das kotzt mich jetzt schon wieder an. Das ist unglaublich. Wie schnell sich meine Laune verändert. Boah, was ist denn? So. Wo war das denn jetzt nochmal? Es war hier. Es muss hier gewesen sein. Hier. Eisen. Boah, wir müssen noch so viel, ey. Kohle! Nein! Jetzt haben wir kein... Nein! Muss ich mir noch eine zweite Werkbank machen. Wie kacke. So. Kohle brauchen wir mega viel. Ich habe ja schon erwähnt, dass es mega viele Erze brauchen. Deswegen muss ich mir auch mal Themen auf Vorrat legen. Wie das denn jetzt gehen soll. Also, es soll ja auch cool sein.
Und damit ich beweisen kann, dass ich es nicht cheate, habe. Also nehme ich das alles auf, dass ihr das noch als Beweis nochmal darunter stellen könnt. Es sieht gut aus, wir kriegen viel Kohle. Das ist schon mal sehr gut für den Anfang. Damit kommen wir erstmal nur aus, um unseren eigenen Ofen zu feuern und nicht den Kohlegenerator, der nämlich der hier ist. Mit dem wird als erstes der Strom erzeugt, den wir dann für die ganzen Maschinen brauchen. Später können wir dann umweltfreundlicher werden und Kohle und Erze sparsamer, um ökologischen Strom zu nehmen, nämlich mit der Solarenergie. Um die herzustellen, brauchen wir erstmal Maschinen, die erstmal mit dem Kohlegenerator laufen müssen. Das heißt, wir brauchen für kurze Zeit den Kohlegenerator. Aber ich werde es so machen, dass wir so viel wie möglich Kohle sparen. So. Jetzt gehen wir noch mal Holz holen. 28 Kupfer. Wir haben schon sehr viel Zeug. Da tue ich jetzt erstmal Setzlinge rein. Falls wir ganz wichtig irgendwas machen müssen. Bevor unser Holz ausgeht, muss ich uns eine Steinaxt machen. Unsere Holzaxt ist kaputt und weil wir Stein haben, können wir direkt eine Steinaxt machen. Das ist effizienter. So, bauen wir Holz noch gleich hier ab. Würde ich sagen, machen wir auch, weil es hier, wenn man das gut machen kann. Wenn man das gut machen kann, können wir jetzt einfach auch den Stall für den Schaf, die Schafe und sowas alles hier machen. Also das ist alles kein Problem. Solange wir genug Ressourcen haben. Wir müssen natürlich auch Weizen anbauen, um ihn natürlich auch zum Liebe machen zu lassen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, die pflanze ich wieder an. Also die Axt kann ich noch verfeuern, genau. Die alten Holzwerkzeuge kann man noch gebrauchen. Das heißt, ich werde jetzt auch... 1, 2, 3, 4 brauche ich jetzt. 1, 2, 3. So, jetzt, auch wenn es 0 Schläge sind, können wir damit noch das Ganze verbrennen, so wie als wäre es eine ganze Holzaxt. Das ist eigentlich sehr bescheuert gemacht und müsste dann eigentlich die sehr effizient, also die Effizienz eigentlich runtergenommen werden, wenn die Haltbarkeit auch drastisch nach unten gesenkt wurde. So. Könnt ihr eigentlich mal in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt, dass es jetzt die Map so ein bisschen weiß ist. Also ich habe jetzt hier die... Es musste sein, sonst Sichtweite gering, sonst schaffen wir das sonst nicht. Ja, ich hätte... Also Galactic Craft gab es nur für 1.6.4. Das heißt, wir spielen jetzt auf 1.6.4. Und deswegen gibt es diese ganz guten Optionen noch gar nicht. Die gibt es noch gar nicht. Für also die ganz vielen Optionen und sowas alles. Das gibt es noch alles gar nicht. Deswegen müssen wir jetzt mit gering auskommen, was nicht gerade was nicht gerade eine große Auswahl hat. Man will ja auch die Genauigkeit haben. So, ich würde euch jetzt gerne alle schon mal... Nee, ich habe zu wenig Eisen dafür. Ich kann
euch noch nicht scheren. Ich kann euch nur bis jetzt nur Scheren mit umbringen und das kann ich mir nicht leisten. Dafür sind wir noch zu unausgerüstet. So. Jetzt Ding hier, kommt mal da raus. Erst kommt die Steinaxt da rein und schon fangen wir an zu braten. Den Rest müssen wir mit Setzlingen machen. So. Erst Birkenholz habe ich jetzt dafür verwendet, für Stöcke und zum Beispiel auch für Türen, weil wir nicht mit Birkenholz bauen werden. Ich kann damit eigentlich den Boden machen. Das kann ich eigentlich machen. Aber das können wir erst machen, wenn wir genug Holz haben. So, das Brett schön vor sich hin. Das kommt mal hier alles hier rein. Und schon geht's weiter mit dem Holzhacken. Ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber es muss ja auch so Ecken geben von Minecraft, wo es nicht mehr, wo es dir nicht die ganze Zeit um Bauen geht. So. Müssen wir halt noch mehr Holz hacken. So. Teile mal neue Bäume, dass hier neue Bäume wachsen können. Wir machen einen hohen Gewinn mit Äpfeln, aber ich habe die Monster noch nicht angemacht. Weil es uns für jetzt für uns totaler. Also es würde uns total aufhalten. So. Im Moment sieht das alles noch so aus, als wäre das Vanilla Minecraft. Das stimmt aber nicht. Diese Mod muss Geduld haben. Also mit diesem Mod, diese Mod muss man Geduld haben. Komm, jetzt baue ich es mit Birkenholz zu. Ich brauche das wertvolle Holz. Ich habe keine Lust, das Ganze bis nach oben zu mich nach oben zu graben. Deswegen brauche ich jetzt aber die Unterseite mit Birke voll. Und warte, weißt du was? Ich brauche einfach den ganzen Stamm weg. Kann ich jetzt doch mit Holz mal wieder machen. Sieht immer schöner aus. Ist halt, steht da halt dann unter einem Naturschutz. Der allererste Baum auf der Welt, der unter Naturschutz steht. So, glaube ich, ist es eigentlich auch in Wirklichkeit. Es ist, glaube ich, auch wirklich so, wie die Leute so damit umgehen. Das ist denen, glaube ich, herzhaft egal. Und ich glaube nicht, es ist auch wirklich so. So wie die damit umgehen, das ist schon heftig. So, hier kann noch ein Baum hin. Dann bin ich jetzt mit den Birken dran. Ich muss eigentlich abbauen. Ich soll nicht pflanzen. Ich bin halt ein Naturliebhaber. Deswegen pflanze ich auch mal brav nach, dass wir auch immer genug Holz haben. Die Natur nicht zu stark leidet. Und wir immer Sauerstoff haben. Was in Minecraft nicht so wichtig ist. Außer bei Galactic Craft. Das ist auf jeden Fall wichtig, Sauerstoff zu haben. Im Weltraum hast du keinen Sauerstoff. Ich glaube, das wird schon so mehr als 20 Folgen dauern, das erste Mal in den Weltraum zu fliegen. Bei anderen YouTubern hat das irgendwie 67 Folgen oder so, haben die das Let's Play gemacht. Ich glaube, so viel, das wäre schon echt Hammer. Wenn ich das so stark machen würde. Naja, mal sehen. Es ist ja noch die Zukunft. Es ist ja noch nicht.
Irgendwann hier ist ja nicht heute. Neues Thema. Ihr kennt doch bestimmt Parship.de und in dieser komischen Werbung. Ich habe damit nichts zu tun, auf jeden Fall so. Mal schon gesagt, ich bin da nicht angemeldet oder sowas. Also, mein Problem bei denen. Die machen Werbung, ist gut, sonst würde die auch niemand kennen. Aber die müssen ihre Werbung unbedingt verbessern. Die sagen da in der Werbung irgendwie drei Worte und dann blenden die da Parship ein. Das ist doch gar kein... Das ist doch nichts. Das kannst du knicken. Das ist ja nicht normal. Du hast, oder sie müssen an der Zeit sparen, weil sie zu wenig Geld haben. Weil Werbung kostet ja viel. Vielleicht kriegen sie die nicht mehr ein wegen irgendwie Miete oder sowas. Und deswegen müssen die dann Dings machen. Eine kurze Werbung machen. Und wenigstens, dass sie jemand kennt und jeder weiß, die haben eine scheiß Werbung. Was sie wirklich haben. Mein Vorschlag wäre, ich würde Parship erwähnen, wie sie es auch tun. Dann irgendwie die Website von denen und dann noch irgendwas anderes. So ein paar Worte, wie das geht. Das machen ja auch ganz viele. So mache ich das. Und schon bin ich bei Parship oder so und schon kann es losgehen oder sowas. Vielleicht. Ja, nicht so ganz krass, aber muss eigentlich schon so sein. Naja, es ist ja Parships Sache und nicht meine. Die können ja mit ihrer Werbung machen, was sie wollen. Aber ich schaue mir die auf keinen Fall gerne an. Aber ich muss mal gerade husten. Wieder da, Entschuldigung. Oh, hier kommt kein Baum hin. Da kommt so eine gute Treppe hin. So. Wir müssen jetzt eigentlich mal das Kupfer braten. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ich glaube, das brät immer 9. Nee, 8. Warte. Genau, eine Kohle für 8 Slots. Hier. Das heißt, das nächstgelegene von 28 von 8 ist 24. Das heißt, 1, 2, 3, 4 kommt dahin. Und die Kohle. Es müsste dann. 3 Kohle müssten dann weg sein. Das heißt, 29. So muss das sein. So. Dann mache ich mir jetzt mal eine Schaufel. Ich würde jetzt gerne auch nicht so viel Birkenholz ausgeben. Weil ich würde jetzt gerne damit den Boden machen. Nächstes Thema. Ich war mal am Duisburger Hauptbahnhof und da bin ich halt mal so mal durchgelaufen. Da haben so in die Läden so geguckt und dann habe ich so ein Schaufenster gesehen, wo drauf stand: Wir ziehen um. Und dann standen da so ganz viele Lego-Männchen. So ganz groß. So aus Lego-Steinen gebaut.
Und da stand da so noch, wir ziehen um. Also 2012. Und dann denke ich mir, warum haben die das da immer noch? Dann hab ich mir gesagt, oh, das ist bestimmt, weil es so gut aussieht und die noch keinen neuen Mieter haben für das Schaufenster. Und jetzt muss